Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, einfach weil ich neugierig war. Habe ich in meinem Run davor bei dem 2013er in etwa die gleichen Parts gehabt, weil mir kam es so vor, als hätte ich die Cuts immer an den gleichen Stellen gesetzt wie schon letztes Mal. Und in der Tat, Part 13 ist auch Autofahrt. Beziehungsweise, ich habe mich anscheinend vertan in meiner alten Playlist, und es gibt Part 13 da einfach nicht. Es gibt 12, es gibt 14, aber nicht Part 13. Hätte ich es richtig benannt, dann wäre Part 13 in der Tat das Auto, Auto, der Autopart geworden. Jetzt ist es halt Part 14. Es wird niemals in meinem 2013er ein Part 13 geben. Interessant, anscheinend habe ich einen immer gleichen Rhythmus, dieses Spiel zu spielen. Selbst wenn ich an anderen Stellen, komme ich halt, glaube ich, an anderen Stellen einfach schneller durch, als wenn ich irgendwo festhänge, als ja, ne? Weil ich kann mich entsinnen, dass ich zum Beispiel mit dem Bloater keine Probleme hatte. Okay, Bill, dann los. Im ersten Durchlauf, dafür aber an anderer Stelle. Okay, leg den ersten Gang ein. Und Bill, ich wäre dir dankbar, wenn du diesmal Ist auch schon richtig passiert? hilfst. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen. Ich weiß, ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal, versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas! Gib Gas! Passiert. Super. Hey, ganz toll! Oh, Bill! Hey, da drüben, Vorsicht! Oh, Mist! Wo denn? Okay, das war's. Zurück zum Truck. Oh nein, ich hab nicht nachgeladen. Wir sind zu langsam. Ja, wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Ja, Moment, Bill. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich weiß. Los, vorbei. Rechte Seite. Aua. Hoppala. Hast du gut gemacht. Ein Klicker. Ich lass ihn nahe kommen und zack, boom. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Andererseits, warte mal. Den Dach versaut. Das weißt du, Joel, ne? Okay, die andere Seite, links. Du wirst angegriffen. Nein. Was soll das? Ihr macht mich hier wirklich noch fertig. Auf den Hügel. Nee, ich muss jetzt erstmal Heilung nehmen. Da komme ich gar nicht drum rum. Ja, Moment. Hier ist nicht das, was ich wollte, aber hier ist. Okay, Ellie, halt dich bereit. Noch mehr, ganz viele. Okay, Ellie, jetzt starten. Ausweichen, ausweichen, einfach ausweichen. Wie hört sich das an? Ja, und die Infizierten hören das auch. Los, raus! Gib Gas! Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das?
Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Biller, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Das Gewitter im Hintergrund. Ah, Joel ist ich. Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Pittsburgh! Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Hilf mir! Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Scheiße, Mann! Raus! Schnell! Komm her, du Mist! Lass mich los, du blöder Sack! Nein! Du slappst ein Mädchen? Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch! Los gehen wir! Okay. Achtung! Weg! Bleib unten! Ja.
Hat das jetzt der Tote gesagt? Don't know. Irgendwo da hinten ist einer. Das ist besser als nichts. Ah, das war's von wo? Von da. Hast du gar nicht. Wo denn? Schnapp sie! In die Tür! Die sind aber auch ein bisschen todesmutig, ne? Ich hoffe, es tut weh, du Penner. Ah, nein, nein! Jetzt bin ich nervös geworden. Nein, nein! Ah. Oh, der hat mir wehgetan, der eine. Gib mal her. Wie hat mir das jetzt nicht mehr gebracht? Was ist mit dem los, dass ich den nicht treffe? Hat der einfach so viel Glück oder was? Mann! Wow! Die haben mich alles gekostet, ihr Penner! Okay. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ich warte mal. Ja, ich glaube schon. Ich schaue mich erstmal hier um. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Geh dich um und such nach was Nützlichem. Ja, bin dabei. Zu Befehl. Ellie, komm schon. Sei nicht so. Wir müssen. Ressourcen. Natürlich, der Revolver ist... Oh, gut, dass ich die Heilung nicht benutzt habe. Sehr gut. Sonst gar nichts. Ich habe ein paar Headshots gelandet. Der Headshot Beagle war auch mal wieder mit dabei. Er ist ja so selten mit dabei. Habe ich noch was zum Schlagen? Ansonsten nehme ich diesen doofen Stock davon. Na gut, besser als nichts. Deswegen kann ich damit immer noch. Sehr geil. Was? Was? Das ist ein magisches Auto. Siehst du was? Ich gucke. Das ist eine gute Schublade. Aber die waren wirklich ziemlich gestört, die Dudes. Mal ganz im Ernst, warum immer direkt töten, 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 töten? Alle müssen immer direkt töten. Voll die kranke Menschheit. Ja, ich weiß, es wird vermutlich so ähnlich wirklich laufen. Muss ich mich darüber freuen? Nein. So, wo sind die denn überhaupt alle hergekommen? Wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Nö. Das ist wohl wahr. Na gut. Dann glaube ich, habe ich soweit alles gefunden. Dann gehe ich mal zu Ellie. Na los. Ach, guck, meine Kamera hat man gar nicht gesehen. Okay. Versuch es. Ich bin dann immer so konzentriert. Lass dir ruhig Zeit. Ellie! Gut. Okay, los! Dass er sich darauf verlässt, dass sie das kann. Willkommen in Pittsburgh, würde ich mal sagen. Da. Ich glaube, so wird der Part auch heißen. Ich guck, hab noch nicht hingeguckt. Rauchpumpen, die ich nie benutze. Was? Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. So nennt man die also. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Okay. Ich habe voll Klebeband gefunden.
Ah, ich habe zwar zu wenig Tuch, aber egal. Zwei Schere. Sie wollten mir erzählen, dass ich hier kein anständiges Tuch finde. Ich habe keine Pistole mehr. Ich habe meine gesamte Pistole aufgebraucht für den Scheiß, ey. Blöde Hunter. Was denn? Huntus. Was mit dem Überfall? Ich kenne beide Seiten. Ups. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Ellie. Versteh es, wie du willst. Warum finde ich, hätte ich mit dem Revolver mehr arbeiten sollen? Ich finde, schlafen diese Typen wohl. Oder haben da geschlafen. Ah, Schere und Dings. Ja, gut. Geh mal, Ellie. So, ganz wichtig. Das Buch, ganz wichtig. Kapitel 2. Verbesserte Effektivität. Erste-Hilfe-Maßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Erstens, stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Zweitens, Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke ober- und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Die Schiene muss sicher ober- und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Viertens, durch Abtasten des Bereichs abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Na dann. Yes. Eindringlinge werden erschossen. Auf Überlebende wird nochmal geschossen. Okay. Serious business. Hm? Pittsburgh-Karte. Eine Karte des Hunter-Hinterhaltspunkts. Naja, wir kommen noch zu der Bibliothek. Nächste Folge. Was haben wir denn? Erstmal, Joel, ganz wichtig. Die Pumpgun. Ich wollte die Reichweite erhöhen, aber ich habe nicht genug. Ach komm. Von mir aus. Die ist im Moment so behäbig. Oder was der hier so alles mit auspackt. Wahnsinn. Ich habe ja letztes Mal schon in The Last of Us 2 gesagt, dass die da alle immer so wissen, was die mit den Waffen tun. Ich hätte absolut keine Ahnung. Ich habe zwar gerade nichts, aber egal. Ah, Nachladetempo eindeutig. Witzig, dass er den Revolver da im Bürogebäude gefunden hat und der hinter so ein Markenzeichen von Joel geworden ist. Da fällt mir übrigens aus, dass Saturn mir meinen Vorbestellerbonus noch nicht geschickt hat. Muss ich den wohl schreiben? Okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, da hast du recht. Also, wir sind hier soweit durch. Schere lasse ich nie liegen. Hm, was kann ich denn jetzt hier? Ich könnte noch ein Messer machen. Einen Stock werde ich bestimmt nicht verbessern. Ich mache mir mal so eine Granate. Granate! Das macht mich in Infamous 2 mal ganz fertig. Der eine Dude, der immer mit so ganz komischer Stimme sagt, Granate!
Gut, ich mache jetzt hier Feierabend. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Hinterlasst mir Kommi. Ich finde immer diese Begegnung mit den Hunters immer heftig. Vor allen Dingen macht es einem nochmal so deutlich, Joel hätte an so vielen Dingen einfach sterben können. Und dann ist es sowas Doofes. Naja. Und so vor allen Dingen so grausam. Tja, nächstes Mal geht's weiter. Ich glaube, dann kriegen wir endlich das erste Witzebuch von Ellie präsentiert. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.